Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, dem DLC. Dann wollen wir mal weitermachen. Du hast wieder den Relic gehackt, oder? Das ist alles nicht echt. Was ist echt? Eine Version von mir, die dein Leben rettet? Die, die hier mit dir spricht? Oder die, die stirbt? Such dir deine Wahrheit aus, Vi. Hier an diesem Ort haben wir Zeit. Ah ja. Und hier heißt. Meine Wohnung in Brooklyn. Habt ihr doch davon erzählt? Du hast mir von diesem Ort erzählt. Deinem richtigen Zuhause. Du fühlst dich hier sicher. Aber das. Das ist nicht echt, Somi. Und hier haben wir auch nicht die Ewigkeit. Ich habe so viele Fehler gemacht. Schreckliches getan. Aber hier. Damals war das egal. Tja. Eine letzte Chance für mich. Und ihr habt sie mir genommen. Warum? Somi, sorry. Ich dachte, dass ich das Richtige tue. Das Richtige? Für wen? Für dich? Für Reed? Für uns alle. Es gibt immer einen Verlierer. Oder mehrere. Ja. Immer. Manchmal ist die richtige, die mutige Entscheidung, selbstsüchtig zu sein. Es tut mir leid, Somi. Ich will dir helfen. Sag mir nur, wie. Ich weiß, was ich getan habe. Welchen Preis ich zahlen musste. Ah ja. Aber du weißt nicht, wie sehr es mir leid tut. Wie sehr es weh tut. Somi. Super. Kann ich da auch durchgehen? Nein? Und jetzt? Hallo? Darf ich auch mal raus? Ich würde gern raus. Na los. Super. Derzeit nicht möglich. Das ist die beste Funktion im Spiel. Sie sagt, dass etwas derzeit nicht möglich ist. Los, lass mich raus. Lass mich raus. Deine Wohnung ist ja schön, aber lass mich hier raus. Oh, hier.
Oh. Fuck. Nur eine Sekunde länger. Lasst mich doch einfach in Ruhe! Lasst mich doch alle verdammt nochmal in Ruhe! Mann, dein erster bezahlter Run. Scheiße, jetzt bist du reicher als wir alle. Wie fühlt sich das an? Und was machst du mit der Kohle? Mal sehen. Machst du dich aus dem Staub? Ach komm. Du könntest überall hingehen. Du hast gesagt, dass hier langweilig ist, die Leute lahm sind, dich enttäuschen. Nicht alle Leute. Vor allem du. Aber lassen wir das jetzt. Oh, super. Endlich klopft mal jemand. Ist offen. Was soll der Scheiß, Tommy? Ich rufe seit 3 Tagen an! Keine Sorge, hab alles unter Kontrolle. Ah ja. Willst du mich verarschen? Letzte Woche habe ich dich ohnmächtig auf deinem Stuhl gefunden. Ich habe die Nacht damit verbracht, dich vor einem Überhitzungsschock zu retten. Und? Hat dich niemand drum gebeten? Au! Hörst du dir mal selber zu? Nein, glaub nicht. Hör mal, ich habe einen neuen Auftrag. Was Bahnbrechendes. Wenn das klappt, schreibe ich Geschichte. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich brauche Zeit und Ruhe. Das ist dein neues Mantra. Und was heißt das für uns? Frag mich. Weißt du was? Vergiss es. Mir reicht's. Hab ich verloren? Ja. Hast du. Alles, was ich getan habe. Alle, die ich verletzt habe. Alles war sinnlos. Ich will doch auch mein Leben retten, Song. Wir alle kommen mal vom Weg ab. Wir alle machen Fehler. Und dann sammeln wir die Bruchstücke unseres Lebens auf und versuchen, ihnen eine Bedeutung zu geben. So ungefähr? Das kann noch gut ausgehen. Für uns beide. Nein, das weißt du selber. Wie? Es tut mir leid. Aber ich muss dir noch... Die Wahrheit sagen. Ich gehe nirgendwo hin mit dir. Zu Hause? Meine Freunde verlassen? Alles, was mir wichtig ist? Was dich erwartet, ist wichtiger, wertvoller. Bitte, vergiss es. Denk doch mal nach. Wenn Netwatch hier aufkreuzt, was passiert deinen Freunden dann? Die vertrauen dir. Netwatch wird rausfinden, wer dir Eddies für dein Deck geliehen hat. Wer dich unten im Café in Subnet gelassen hat. Ich bin deine einzige Chance, dich und deine Freunde zu beschützen. Oder willst du sie im Stich lassen? Ah, so ist er also gekommen. Du erpresst mich? Da kennst du mich schlecht. Moralpeitsche. Ich kenne Leute wie dich. Und ich kenne deine Handlung. Du musst es dir nur selbst eingestehen. Ich dachte, ich würde mich sicher fühlen, wenn ich die Zukunft kontrolliere. Tja. Aber ich hätte in die Vergangenheit blicken sollen. So viele Lehren der Trauer. Des Verlusts. Ich habe so viele Fehler gemacht wie unzählige. Ja. Es sieht nicht gut aus. Das stimmt. Aber du darfst nicht aufgeben. Das konnte ich eh noch nie. Und das habe ich jetzt davon. Du wolltest noch eine Chance, Sumi. Hier ist sie.
Grübel so viel du willst, aber wichtiger ist, was du tust. Jetzt, hier. Sterben wir wirklich so? Mit dem Trost unserer Erinnerung? Ich lass dich nicht sterben, Sumi. Wir werden es beide hier rausschaffen. Danke. Ich werde diesen Moment in Erinnerung behalten. Zu Hause. Mit einer Freundin. Bevor alles dunkel wird, war ich einen Moment lang nicht allein. Ja. Das ist doch schon viel wert. Hier los? Die Blackwall. Wir haben nur Sekunden. Was? Sumi, wo? Der Kern. Such dort nach mir. Und hilf mir. Ein letztes Mal. Jupp. Au. Wenigstens das Vieh ist jetzt down. Ah. Darf ich jetzt speichern? Nein. Laden wollte ich nicht. Oh, danke. Ich wollte gerade sagen. Gott. Das sah gerade so schlimm aus. Ich hab gedacht schon, Sumi hätte mich gehackt und hat das Spiel gescrashed. Ja. Da, Reed. Wie? Na endlich. Die Funksperre der Blackwall wurde aufgehoben. Bin jetzt auf dem Weg zu dir. Was ist mit Sumi? Sie ist hier. Sie lebt. Gut, kümmere dich um sie. Ich bin gleich da. Wir werden sie retten. Hättest du das sagen müssen? Dass sie lebt? Du hättest doch sagen können, ich weiß nicht, was mit dir ist. Aber wir retten sie fürs Erste. Sumi. Glaube ich. Etwas durch. Das ist nicht wahr. Sehe ich dir doch an. Sumi. Wie ich verblasse. Bitte hilf mir. Sumi, ich... Ich habe es versucht. Aber mir fehlt die Kraft. Bitte. Beende es. Sumi, ich... Dann ist es das ist keine Lösung. Das ist die einzige Lösung. Machen wir beim nächsten Ende. Beim konkreten Ende. Ich flehe dich an. Wie... Eine Lösung, Sumi. Im nächsten Ende, ja? Bitte. Du verstehst das nicht. Doch, ich verstehe.
Deswegen machen wir es beim nächsten Ende. Ich kann dich nicht töten. Nein. Nein, bitte. Du überlässt mich meinem Schicksal. Das Schlimme ist als der Tod. Somi. Alles okay jetzt. Bald ist es vorbei. Ruh dich aus. Hilf mir. Wie wär's mit den ganzen Kabeln erstmal entfernen? Meine Güte. Du hast die ganze Fahrt nichts gesagt. Was ist los? Weiß nicht, wie. Weiß nicht. Du kannst dir nicht ewig Vorwürfe machen, Reed. Sie lebt. Wir leben. Das ist das Wichtigste. Wir haben das Richtige getan. Ihr Hilfe besorgt. Aber ich sehe... Sehe ständig dieses Bild vor mir, als wäre es in meine Netzhaut eingebrannt. Wir sitzen im Auto. Fahren. Raus aus Brooklyn. Sie sieht sich kein einziges Mal um. Keine Tränen, kein Schluchzen. Sie sagt bloß, du hast mir wohl das Leben gerettet. Sie glaubt es mir nicht. Das höre ich. Tja. Ob sie das auch jetzt sagen würde? Nein. Glaube ich nicht. Nicht, Reed. Aber mach dir keine Vorwürfe. Wer weiß, ob es für uns einen Ausweg gibt. Die Zeit läuft für mich genauso ab wie für Song. Ich hoffe bloß, die FIA kann uns wirklich helfen. Kann sie nicht. Da waren wir schon lange nicht mehr. Bitte aus dem Fahrzeug aussteigen. Jup, war mir klar. Hey, keine Sorge. Ich bin bis zum Schluss an deiner Seite, okay? Bitte aus dem Wagen aussteigen. Reed? Aussteigen jetzt, sofort! Geht's noch? Siehst du nicht, dass sie Hilfe braucht? Soll ich sie tragen? Wie, du musst ihr helfen. Okay. Ich hab sie. Dann trag ich sie. Mal wieder. Hier, mal bitte. Wieder. Ganz vorsichtig. Ja. Landungsbereich gesichert. Alles bereit. Oh ja. Ah, Madame President. Aha. Keine Sorge, Sumi.
Wir helfen dir. Du hast es bald geschafft. Kümmert euch gut um sie. Wie? Die Präsidentin will dich sprechen. Ah ja. Schön, Sie zu sehen, Madam President. Ebenso. Glückwunsch. Die Mission war offenbar erfolgreich. Du hast einen Eid geschworen, Vee. Ein rein symbolisches Ritual. Deshalb bin ich erst recht beeindruckt. Aha. Du hast dein Leben riskiert, um mir und unserem Land zu helfen. Das ist unerwartet. Danke für deine Hilfe, Vee. Ich vergesse das nicht. Mhm. Ihr könnt ihr helfen? Ganz sicher? Mach dir keine Sorgen. Sie wird die besten Ärzte auf dem ganzen Kontinent bekommen. Das sollte sie auch, Rosalind. Das sollte sie. Ihr zwei habt zu mir das Leben gerettet. Mhm. Das ist unbezahlbar, aber ich werde es versuchen. Danke. Mehr wollte ich gar nicht hören. Ich weiß. Diese Medaille ist natürlich nur symbolisch. Ach. Wie versprochen ist deine eigentliche Belohnung viel konkreter. Reed informiert dich über die Details. Bis dann, Rosalind. Viel Glück, Vee. Vielleicht wirst du uns wieder zur Hand gehen können. Ah ja, ich glaube nicht. Wir behalten dich im Auge. Ach nein, wirklich? Ist alles okay? Wir sind soweit. Sie hat mich mal gefragt, ob ich immer an ihrer Seite sein würde, wenn sie was versaut. Ich habe ja gesagt. Ich weiß. Sie hat mir nicht geglaubt. Hat nur gelächelt und den Kopf geschüttelt, aber mir nicht geglaubt. Und dann kam diese Bombe. Hab all meine Freunde verloren, als du mich rekrutiert hast. Werd wenigstens du nicht zu meinem Feind. Das ist das Einzige, worum ich dich bitte. Ich frage mich, ob sie mit ihren Zweifeln recht hatte. Oder habe ich mein Wort gehalten? Tja. Das ist eine gute Frage. Somi hat die gleiche Medaille bekommen, nach ihrer ersten FIA-Operation. Mhm. Sie hat sie einem Obdachlosen auf der 21st gegeben. Der Typ hat sie sich an die Jacke gesteckt und nach Kleingeld gefragt. Scheiße, Vee. Scheiße. Reed, wenn Myers lügt... Wenn sie Somi nicht rettet, dann ist ihr Schicksal schlimmer als der Tod. Meinst du, das weiß ich nicht? Die FIA wird sie retten. Ihr helfen. Ich brauche ein paar Tage, um die versprochene Hilfe vorzubereiten. Ist kein Problem, oder? Klar. Ein paar Tage mehr bringen mich nicht um. Diese Medaille und diese Münze von Myers, das sind Zeichen wichtiger Erinnerungen, niemals des Bedauerns. Na sicher. Wenn ich mich mal frage, ob das alles nur ein verrückter Traum war,
habe ich einen Beweis, dass wir wirklich in der Hölle waren. Also danke, Reed. Du gehst jetzt nach Hause, Sophie. Bis bald. Das haben wir auch, deswegen werde ich jetzt schließen, die Credits. Nü. Weißt du? Ja? Seit diese ganze FIA-Sache angefangen hat, habe ich so ein komisches Gefühl. Eine Art Angst, die an mir nagt und immer lauter schreit, dass ich so schnell wie möglich hier weg muss. Ich glaube, ich weiß endlich, woher die kam. Die Dämonen der Vergangenheit packen dich an den Eiern? Ziemlich hartnäckige Wichser. Ja. Manche Geschichten haben einfach kein schönes Ende. Nein. Und dir bleiben bloß Fragen, auf die du nie Antworten bekommst. Ja. Fragen, die dich quälen, bis du den Löffel abgibst. Da hast du recht. Habe ich meistens. Die Geschichte ist vorbei, Johnny. Lass gut sein. Und was, wenn sie nicht vorbei ist? Vergangenheit ist Vergangenheit. Tu dir einen Gefallen und lass sie endlich ruhen. Am Ende ist irgendwann alles doch im Arsch. Ja. Erst Saburo, dann Yorinobu, jetzt Myers. Du pisst echt gern gefährlichen Leuten ans Bein, oder? Ja. Aber jetzt mal Real Talk. Wie fühlst du dich nach allem, was passiert ist? Ich habe so viele Leute umgelegt. Aber Somi, das konnte ich einfach nicht. Hat den Schum im Krieg, Cole. Na, im Neuen hat ihn zerfetzt. Er verblutete in meinen Armen. Ich drückte die Hände auf seinen Bauch, um seine Gedärme wieder reinzustopfen. Erzählte ihm, dass alles gut wird, dass er es nach Hause schaffen wird. Er sagte, lass los und gib mir eine letzte Kippe. Ja. Hast du ihn sterben lassen? Ich habe ihm seine Kippe gegeben. Na, wenigstens gab's eine Medaille. Das hilft nicht, Johnny. Ich weiß, ich mach dir das Leben nicht einfacher. Nicht wirklich. Hab über Songbird nachgedacht, über Reed. Ich verstehe endlich, warum ich den ganzen Scheiß gemacht hab. Warum ich im Krieg desertiert bin. Warum ich mich mit Arasaka angelegt habe. Warum ich Carrie so oft ein Weichei genannt habe. Ah, ja. Ich verstehe endlich, warum mir Reed trotz allem Scheiß irgendwie leid tut. Weil wir genau gleich sind. Idealisten, die blind für ihre Überzeugung kämpfen, doch dabei alle, die uns wichtig sind, ins Grab befördern. Der einzige Unterschied ist sein Glaube ans System und dessen Werte. Nur ist die Grenze zwischen Idealen und strunzdummer Naivität, naja, ziemlich dünn. Dürftig. Eigentlich seid ihr doch ganz anders. Reed hat alles getan, um Song zu retten. Alles geopfert, sogar sich selbst. Du hingegen. Hat genau das Gleiche getan. Ich ging es nie wirklich um Ideale. Ich war vielmehr auf der Flucht vor dem Leben. Und? Bist du das noch? Ist doch jetzt auch egal. Ich atme noch. Mehr oder minder. Hab nur keine Ahnung, wofür. Weißt du, was ich denke?
dass man das gar nicht wissen will. Du meinst, die Wahrheit macht nicht frei? Unwissenheit macht glücklich? Vielleicht. Vielleicht. Oder vielleicht ist es einfach an der Zeit, erwachsen zu werden. Kann sein. Okay, genug geredet. Steh auf, wir müssen los. Bin echt froh, dass wir geredet haben. Du hast dich verändert. Zum Guten oder zum Schlechten? Weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. Na komm, gehen wir. Scheiße, nicht gut. Wie unsere Wissenschaftler arbeiten noch an der Vorbereitung für deine Operation. In der Zwischenzeit solltest du aber schon mal deine Zahlung erhalten. Mit Dank von Präsident Myers und der FIA. Wir haben Alex Leichnam geborgen. Sie wird ihre ewige Ruhe jetzt zu Hause finden. Aber nachdem sie so viel Zeit hier verbracht hat, schien mir auch eine kleine Nische im Kolumbarium von Night City angemessen. Ich würde dir nur Bescheid geben, falls du sie irgendwann mal besuchen möchtest. Ja, das tut uns wirklich leid. Danke, ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis ich wieder an sie denken kann, ohne dass ich dabei kaum noch Luft kriege, bis ich mich einfach an meine Partnerin und Freundin erinnern kann. Aber im Moment, in meinem Kopf dröhnt nur ein lautes Rauschen. So ist der Job halt, aber ich respektiere dich und Alex viel zu sehr, um ihr Opfer so leicht abzutun. Hör zu, ich hatte gehofft, dass wir mal miteinander reden können. Komm am Basketballplatz vorbei, du weißt schon an welchen. Ich warte auf dich. Ah ja. Naja. Na dann. Ah ja, da. Na dann. Let's go. Wow, das war jetzt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da haben wir jetzt echt Kohle gemacht. Naja. Wir sind ja gleich da. Wir sind gleich da. Ach ja. Hier hat mehr oder weniger alles angefangen. Mit Reed. Hey. Setz dich. Okay. Ups. Geht nicht. Würde gern, aber ja. Genau hier war unser erstes Treffen. Eigentlich da drüben. Nur ein anderes Spiel. Das ja. Stimmt, ja. Ich habe dich angerufen, weil ich mich nie bedankt habe. Ah ja. Wir haben das Richtige getan. Somi wird überleben. Gut gemacht. Was ist mit Somi? Wie geht es ihr? Die Veränderungen an ihrem Nervensystem waren zu weit fortgeschritten. Die Matrix hat nicht funktioniert und wird jetzt eingelagert. Und zwar für dich. Wir mussten andere Mittel nutzen, aber sie hat überlebt. Vielleicht wird sie sogar wieder arbeiten können. Hoffentlich funktionieren diese anderen Mittel. Wir haben ihr versprochen, dass alles gut wird. Ich habe gesagt, dass sie die beste Versorgung bekommt und eine Chance, ihre Fehler wieder gut zu machen. Mehr kann ich nicht tun. Ich weiß, du hast recht. Wir haben das einzig Mögliche getan, um Somi eine Überlebenschance zu geben. Um sie zu beschützen. Naja, beschützen habe ich mir nicht sicher. Ich frage mich bloß,
ob wir mehr für sie hätten tun können. Tja. Wie? Songbird ist eine FIA-Agentin in kritischem Zustand in einer FIA-Klinik mit unseren besten Ärzten. Mehr kann ich nicht für sie tun. Das ist nicht mehr in meiner Hand. Kriegst du etwa Ärger? Myers hat mich nach Washington beordert. Danach wahrscheinlich Langley oder Glinko. Ah, ja. Ein Schreibtischjob? Erstmal schon. Jemand muss aus dem Meer neue Rekruten, die vielversprechenden, fischen. Mhm. Du wirst am Schreibtisch eingehen. Mach dir keine Sorgen um mich. Es ist okay. Und wenn du deine Papiere wegschmeißt, den ganzen Scheiß hinter dir lässt, steig einfach ins Auto und verballer ordentlich Chutu. Nach ein paar Tagen unterwegs wird dein Kopf frei. Nach ein paar Monaten siehst du ein neues Leben vor dir. Ich gehe zurück nach Washington. Hab ein paar Sachen zu erledigen. Aber danke trotzdem für den Ratschlag. Vielleicht findest du endlich deinen Platz auf dieser Welt. Du solltest deinen auch finden, bevor es zu spät ist. Nur nicht um jeden Preis. Du weißt, wie das ausgeht. Ich weiß. Mhm. Mal sehen. Bis dann, Reed. Ich melde mich, wenn unsere Neurochirurgen soweit sind. Ah ja. Pass auf dich auf, Vi. Ich bleib noch etwas hier. Jo. Na dann. Ups. Tja, jetzt sind wir wieder hier. Hey, weißt du, wo du heute Nacht schläfst? Eigentlich kennen wir das schon. Wir trotzdem erstmal zurück in... Na, machen wir nicht. Zurück in die Wohnung. Ich weiß nicht, vielleicht behalte ich auch das Ende und dann, Also andere Ende werde ich sowieso zeigen, aber dass wir dann zu dem Speicherstand hier zurückkehren und dann einfach so weitermachen und das ablehnen mit der Dings. Ich meine, wir haben da ja auf dem Dach gesessen und hätten es auch ablehnen können. Naja. So. Einmal dort. Das. Und schon sind wir da. Nö. Ach ja. Je nachdem, wie das aussehen wird, weil ich meine, das kennen wir schon. Dann wird wieder dasselbe passieren. Ja, warte auf Mistys Esoterik-Shop. 2 Jahre werden wieder vergehen mit Koma und so. Das kennen wir schon. Nö, das kennen wir schon, aber... So. Okay. Dann haben wir das. Ich glaube, das war hier, ne? Ja, das war da. Okay, dann laden wir das zumindest schon mal. Nein, überschreiben wollen wir nicht. Huch, was falsch gemacht. Wo ist es denn jetzt? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier, glaube ich, ne? Genau, das ist unser manueller Save. Dann, let's go. Wie gesagt, das andere kennen wir ja. Nö. Ja. Bin da, Reed. Wie, na endlich. Die
Funksperre der Black Wall wurde aufgehoben. Bin jetzt auf dem Weg zu dir. Was ist mit Somi? Sie ist hier. Sie lebt. Gut, kümmere dich um sie. Ich bin gleich da. Wir werden sie retten. Ja, ich glaube ja nicht. Aber bevor wir das machen, werde ich jetzt erstmal den Part beenden. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Guten Morgen, Night City. Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo erneut Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica, naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume!